Okay. Wenn das hier das Ding. So, hier. Zerrissene Notiz. Mal schauen, was hier steht. Das schützt mal kopieren. Warte mal. Erstmal das ganze Ding wieder wegtun. Das wäre das Beste. Zack, zack, zack. So, das hier kommt hier hin. Weg. Hier. Oder? Ja, doch. Dann hier. Hier. Mein Geld. Ne, meine Geduld. Hier. 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 Gehört das hin? Hier. Hier und hier. So, was steht hier oben? Okay, so, meine Geduld ist zu Ende. Ich habe lange genug gewartet. Wenn du nicht bald mit der Kohle rausrückst, weißt du, was passieren wird. Okay, die Unterschrift weiß kein Mensch, was das heißen soll oder wer das sein soll, aber okay. Und das Ding. Bei der näheren Betrachtung stellt sich heraus, dass die Nummer von einem der Rennen mit der auf dem in der Asservatenkammer gefundenen Menschen identisch ist. Ein Hinweis darauf ist, dass sich Philipp Anders zur Tatzeit in der Asservatenkammer aufgehalten haben könnte. Aha. Na gut. So, und hier lautet Philipp, meine Geduld. Philipp, meine Geduld ist am Ende. Ich habe lange genug. Hagen, okay. Die Rekonstruktion hat ergeben, dass es sich um eine Drohung seitens Hagenrüdiger handelt. Die Drohung richtet sich gegen unseren Kollegen Philipp Anders. Es scheint, als wäre Philipp in zwielichtige Geschäfte verwickelt und es liegt nahe, dass er auch mit dem aktuellen Fall in Verbindung steht. Ja, das wissen wir jetzt auch schon. Okay. Gut, dann werden wir gleich mal Hagen befragen. Hagen befragen. Geiler Reim. So. Zack. Was ist mit dem Drohbrief, Kollege? No fee. Vor dem Gesetz bin ich unschuldig, bis sie das Gegenteil beweisen. Oh, okay. Schön, ich habe ihn geschrieben. Na und? Das war ein Joke. Philipp weiß das auch. Genau. Logisch. Genau war das ein Witz. Mhm. Klar. Okay. Das ging aber schnell. Ich hoffe, die Befragung von Hagen Rüdiger hat uns weitergebracht. Ich bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall aufschlussreich. Wir werden sehen. Aber beginnen wir zuerst mit Philipps Büro. Was hast du in Philipps Büro gefunden? Eine Wettliste und eine zerrissene Notiz. Sehr gut. Betrachten wir die gefundenen Hinweise mal etwas genauer. Die zerrissene Notiz hast du bestimmt schon rekonstruiert. Welche Informationen können wir der Notiz entnehmen? Hagen wurde durch Philipp bedroht. Warte mal. Hagen? Nee, Philipp wurde durch Hagen bedroht. So. Interessant. Philipp hatte wohl Schulden bei Hagen und der wurde ungeduldig. Soweit so gut. Wenden wir uns Hagen Rüdiger zu. Hatte Hagen Rüdiger für den Mord an unserem Kollegen Dieter Gerke ein Alibi? Hatte Hagen ein Alibi? Er war mit einem Freund und er hat die Ausgabe verweigert. Mein Gefühl. Okay. Dann so war, hat er. Dann war er mit einem Freund. Ich fürchte, das ist richtig. Sprechen wir noch einmal über die Fotos. Was konnte uns Hagen über das Foto mit Philipp und ihm erzählen? Er bestätigt, dass es Hagen um Philipp handelt. Hä? Es handelt sich also tatsächlich um Philipp Anders. Jetzt gilt es herauszufinden, was dahinter steckt. Es ist eindeutig zu erkennen, dass Philipp wohl in mehrere illegale Aktivitäten verwickelt ist. Was hat Hagen Rüdiger über die Notiz mit der Drohung an Philipp ausgesagt? Das ist das Beste. Schuld, zu tun, spielsüchtig. Hä? Dass Philipp Anders bei Hagen Rüdiger Schulden hatte, dass Philipp... spielsüchtig ist, das wissen wir auch. Unrecht und du hast. Dass Hagen erpresst hat.
Oh Mann, ey. Hartratatons. Philipp Anders. Nee. Spielzeitiges. Informationen dürfen weder übersehen noch erfunden werden. Willst du die Frage... Ist mich verkohlen oder was? Ist, was hat... Das Philipp Anders? Spielzeitig. Das spielt nicht mehr mit... Schulden hatte. Das würde den gefundenen Wettschein in der Asservatenkammer und die Wettliste aus Philipps Büro erklären. Wir sind nah dran. Aber vielleicht hat Hagen Rüdiger ja doch noch etwas Interessantes von sich gegeben. Was konnte er dir zur zerrissenen Notiz sagen, die wir in Hotelzimmer 101 gefunden haben? Wer ist der Verfasser? Der Verfasser heißt Philipp Anders. Richtig. Hagen Rüdiger hat also auch noch bestätigt, dass Philipp der Maulwurf ist. Es hört sich unglaublich an. Auf meinem Piepser habe ich gerade die Nachricht erhalten, dass jemand tot in Hagens Garage aufgefunden wurde. Was? Wer genau? So wie es aussieht, handelt es sich um Hagen Rüdiger. Oh. Die Sache stinkt doch. Gerade haben wir ihn noch befragt und jetzt ist er tot. Außerdem haben wir Stanek Staffer, den Drogenbaron, in unmittelbarer Nähe vom Tatort aufgegriffen. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg und siehst dich in der Garage um. Wir brauchen jeden Hinweis, den wir bekommen können. Danach solltest du dir mal Stanek vorknöpfen. Okay, ich werde die Garage richtig durchleuchten. Wer kümmert sich um die Leiche? Das werde ich diesmal persönlich in die Hand nehmen. Konzentrier dich auf die Spurensuche und auf Stanek. Und so, der zweite Tatort, die Garage von Hagen. Okay, schon wieder. Die kennen wir eh noch. Eine bereits aus früheren Filmen bekannter Tatort, die Garage von Hagen Rüdiger. Alles klar, Hagen wurde ermordet. Nur von wem? So, der Leichenfund. Er wurde vom Forensik-Team bereits abgeklebt. Hier wurde Hagen Rüdiger tot aufgefunden. Okay. So, was gibt's hier noch? Aha, aha. Elektronische Schlüsselkarte. Da bin ich mal gespannt. Schon wieder das Pulver? Ein total verdrecktes Motorrad. Da ist irgendein Pulver am Rücksitz schon wieder. Das war ja noch ein. Das war ja der Drogen. Vom weiß nicht, was für ein Fall. Hallo! Eine halbautomatische Pistole entsichert und geladen. Aha. Interesting. Na Mann. Komm nie durch, okay. Okay. Ja, ist schon klar. So, mal schauen. Nee, wollte das Pulver. Okay, das Pulver interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Okay, passt. Ist mir auch recht. So. Ein Abgleich mit der Schlüsselkarte hat ergeben, dass es sich um die Karte von Philipp Anders handelt. Ja, gut. Okay. Entsichert und geladen. Kaliber 45. Okay. Es handelt sich um eine Pistole des Kelf-Teams. Und ich wette, das ist Philipp seine Pistole. Da wette ich was. Okay. Stanek Staffer ist unglaublich selbstsicher und in Vernehmungen sehr schwer zu lenken. Er war bereits bei einigen Vernehmungen und kennt die Vorgehensweise der Polizei. In der Drogenszene ist er unter dem Synonym Drogenbaron bekannt. Allerdings konnte ihm in dieser Richtung niemals etwas nachgewiesen werden. Mit Vergünstigungen und Versprechungen kann man bei Stanek Staffer vielleicht noch etwas erreichen. Okay. Klingt interessant. Lassen Sie mal hören. Kein Problem. Die illegalen Geschäfte. Freunde von mir suchen hin und wieder ausgefallene Dinge. Und wenn ich ihnen helfen kann, revanchieren sie sich. Aha. Ich habe nichts mit irgendwelchen Drogengeschäften zu tun und Sie können mir das auch nicht beweisen. Mal schauen. Keine Ahnung. Vermutlich ein Gerücht. Könnte ein Polizist sein. Okay. Könnte Drogenimperium. Sie müssen mich wohl mit jemandem verwechseln. Wenn es stimmen würde, hätte ich sicher kein Imperium. Mhm. Philipp, kennen Sie ihn? Philipp Anders?
Ich kenne viele Leute und muss mich nicht an jeden erinnern, nicht? Das nicht. Ich kenne Philipp sehr gut. Er wettet gerne, aber nicht immer erfolgreich. Soweit ich weiß, hat er ziemliche Schulden durch seine Spielsucht. Denke ich mir. Okay, Thomas. Aber ich glaube, der kennt... Ja doch, der sollte Thomas eigentlich schon kennen. Quiz? Da bin ich nur bei den Geografiefragen wirklich gut. Aha. Thomas ist ein guter Polizist und Familienvater. Er hat mir schon oft geholfen. Okay. Und Hagen? Einen Deal? Klingt ja interessant. Solche Deals sollen ja durchaus üblich sein. Ja? Hagen ist einer meiner wichtigsten Geschäftspartner. Okay, Hagens Garage ist in der... Ich war schon oft in dieser Garage. Schlimm, dass Hagen dort umgebracht wurde. Er hat mir noch Geld geschuldet. Ja, super. Und das Hotelzimmer? Ich muss wissen... Nein, da war ich noch nie. Keine Ahnung, was Sie von mir darüber wissen wollen. Sie können mir ein Angebot machen? Ja. Ein gutes? Und wie genau soll das aussehen? Ich buche das Zimmer ab und an für Geschäftspartner und für mich. Sonst nichts. Okay. Zerrissener Dings der Bumste, Herr Rüdiger, schon den Gens. Sie kommen im Fall nicht weiter und versuchen mich zu einer Aussage zu bringen, indem Sie mich beleidigen? Nicht sehr clever. Ja. Hagen ist manchmal etwas direkt. Am besten Sie fragen Philipp dazu. Okay. Das Foto. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ihre Dienstmarke haben Sie doch im Lotto gewonnen. Mhm. Das ist doch der Bulle, der seine gesamte Kohle für Wetten zum Fenster hinauswirft. Okay. Das Alibi, Mord Gerke, Mord Rüdiger. Okay. Mord Gerke, glaube ich. Ich war in dieser Bikerbar in Steppenwolf. Fragen Sie einfach meinen guten Kumpel Hagen, der kann das bestätigen. Nur zufälligerweise ist Hagen tot. Mein Bike ist mir heilig. Da würde ich doch nicht jemanden töten, der sich damit auskennt wie Hagen. Natürlich. Also gut, ich habe kein Alibi für den Mord an Hagen. Aber ich habe ihn nicht getötet. Das kann jeder sagen. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay. Ach du Heilige. Streitet jegliche Verstrickung in illegalen Geschäftsaktivitäten ab. Laut seiner Aussage kann ihm nichts nachgewiesen werden. Streitet ab, ein Drogenimperium zu leiten. Natürlich. Für den Mord an Dieter Gerke gibt es dann Steppenwolf. Kann kein Alibi für den Mord. Er beteuert jedoch seine Unschuld. Gut zu kennen, er erzählt über Wettleidenschaft. Thomas Keller wird von Stanek als guter Polizist und Familienvater bezeichnet. Ist laut Aussage von Stanek ein Geschäftspartner. Fraglich ist, worum es sich bei diesen Geschäften handeln könnte. Mhm. Gibt an, sich oft in der Garage von... er ist bestimmt sein Tod. Behauptet noch nie, oft für sich und seine Kollegen zu buchen. Behauptet noch nie im Hotelzimmer ein. Gibt an, das Hotelzimmer oft. Okay. Kann nicht direkt zu dem vom Hagen geschriebenen Drohbrief aussagen. Er verweist uns auf Philipp Anders. Na gut. Hier gibt's eh nichts Neues. Alles klar. Boah, ey, der Fall ist. Schlimm. Da fehlt dir aber noch etwas. Zurück zu deinen Ermittlungen. Bis später. Was willst du von mir? Okay.
Thomas Keller nochmal. So. Alles klar. Okay. Hagen Rüdiger. Sie hatten keine Ahnung über unsere Arbeit bei der Drogenfahndung, nicht? Aber den Mund weit aufreißen. Ja, natürlich. Hagen Rüdiger ist derzeit mit einer der interessantesten Kriminellen. Er arbeitet ziemlich eng mit Stanek Staffer zusammen. Okay. Das Hauptquartier, dieses... Blablabla. Im Labor bin ich nur dann, wenn wir etwas analysieren müssen. Ich glaube, Philipp wohnt dort schon fast. Ja, könnte sein. Die Pistole. Ich glaube, sie gehört jemandem aus dem K11-Team. Fragen Sie doch mal bei Michael nach. Natürlich. Ich vertraue Michael im Gegensatz zu dir. Und bla bla bla. Es kann nicht meine sein. Sehen Sie doch mal im Schlüsselkartenindex nach. Ja, mache ich auch. Kabrin, Sie jetzt. Einen Moment bitte. Ich erinnere mich nicht genau. Ich habe mit Alex über Dagmar gesprochen. Okay. Alles klar. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. So. Und bei der noch? Was wollen? Schlag gegen Stanek. Ihr letzter Einsatz ist sehr erfolgreich. Ja, da ist endlich mal etwas einigermaßen gut gelaufen in letzter Zeit. Einigermaßen? Sie haben sicher schon von Stanek Staffer gehört. Mhm. Ein hohes Tier im Drogengeschäft. Der Mistkerl selbst ist uns leider um Haaresbreite durch die Lappen gegangen. Aber wir konnten einen seiner wichtigsten Männer hochnehmen. Und der wäre? Das war einer dieser Hundesöhne von Dealer, die für Staffer arbeiten. Okay. Das Hauptquartier und das Lobo, bla bla bla. Wenn das hier vorbei ist, kann ich Ihnen gern noch weitere Dinge zuflüstern. Nee, passt schon. Philipp Anders arbeitet dort. Dort können Sie wirklich alle möglichen seltsamen Sachen finden. Manchmal frage ich mich, ob Männer so sein müssen. Aha. Die Pistole, diese... Wenn es keine Vorschrift wäre, würde ich am liebsten gar keine Waffe tragen. Gott sei Dank musste ich noch nie Gebrauch von ihr machen. Okay. Irgendwo habe ich diese Pistole schon einmal gesehen. Mir fällt nur nicht ein, wo. Und die Schlüsselkarte... Wie sagt man so oft? Mit dem Fortschritt kommt der Rückschritt. Naja, ich halte nicht viel von diesem elektronischen Krimskrams. Mhm. Keine Ahnung, wie die dorthin gelangen konnte. Es verheißt aber nichts Gutes. Okay, stimmt. Und das Alibi? Ich habe mich mit einer Freundin auf ein Glas Wein getroffen. Natürlich. Ich verstehe. Alter Vater. Also anstrengendes Ding schon, muss man mal sagen. Okay. Okay. Da fehlt ja ein bisschen... Was willst du von mir, Kollege? Aber wirklich, was will der? Warte mal. Genau. Okay, Philips Cut ist das. Da fehlt dir aber. Bis später. Jo, ist klar, nee, du kleiner, weil ich nicht was. So, warte mal. Nochmal zurück zu Hagens Garage. Ob ich dort noch was vergessen habe? Brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Dann. Please. Ja, warte mal. Hier. Aha! Okay, ich hätte keine Hilfe gebraucht, verdammt. Was ist denn das hier? Jede Menge alter Blutspuren, die Garage gleicht einem Schlachthof. Mhm. Aha. Okay, aber ich schau trotzdem nochmal.
den Koffer in der Garage neben dem Motorrad. Hä? Was für ein Koffer? Was für ein Koffer? Was für ein Koffer? Den oder was? Ein gewöhnlicher Koffer. Okay. Pistole neben den Regalen der Leichen, finden die Schlüsselkarte. Untersuche den Koffer. Pistole, untersuche die Schlüsselkarte von dem Stanek. Das Kokain. Kokain, wo ist der? Koffer. Im Koffer befand sich ein kleines Tütchen mit weißem Pulver. Wahrscheinlich handelt es sich um Kokain. Ja, ganz sicher wahrscheinlich. So, wo ist das Tütchen? Hier. Das ist ganz sicher Kokain. Okay. Dann ist in Hagens Garage also Kokain. Ich habe Neuigkeiten für dich. Echt, welche? Ich habe mir die Leiche genau angesehen. Hagen Rüdiger wurde erschossen. Das Projektil steckte noch in seinem Körper. Nun, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, aber ich habe das Projektil mit dem bereits sichergestellten aus der Asservatenkammer verglichen. Und? Du wirst es nicht glauben, aber sie stammen aus derselben Waffe. Oh. Der Mörder von Dieter Gerke hat also auch Haken auf dem Gewissen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Alex ist immer noch nicht zurück. Und bis jetzt gibt es keine Spur von Philipp. Hoffentlich hast du etwas Brauchbares ermitteln können. Reden wir zuerst über Hagens Garage. Welche Hinweise konntest du in der Garage sicherstellen? In der Garage. Schlüsselkarte, Pistole, weiße Pulver und... Ja. Ah, der vermisste Drogenkopf. Ah, genau der war das. Ah. Sehr gut. Sieht so aus, als wäre da was Brauchbares dabei. Sehen wir uns die Hinweise genauer an. Das weiße Pulver und der vermisste Drogenkoffer passen gut zusammen. Sie stammen wohl direkt aus unserer Asservatenkammer. Doch wem gehört die Schlüsselkarte? Philipp Black. Perhaps? Mach keinen Scheiß. Philipp Anders. Korrekt. Die Frage lautet jetzt nur, wie sie dorthin gelangen konnte. Wenden wir uns dem letzten gefundenen Hinweis zu. Was kannst du zu gefundenen Pistolen berichten? Okay, es ist die Dienstwaffe von Philipp Anders. Diese Information ist bezüglich... Oder auch wenden, nicht. Was kannst du... Sag mal. Des KF-Teams. Absolut richtig. Ich habe mir die Waffe auch noch einmal genau angesehen. Es ist die Dienstwaffe von Dieter Gerke. Ich habe sie ihm persönlich ausgehändigt. Ich schätze mal, der Täter hat sie Dieter in der Asservatenkammer entwendet und ihn damit erschossen. Oh, war ein guter Plan, aber okay. Du hast doch mit Stanek gesprochen. Lass uns seine Aussagen genauer betrachten. Hatte Stanek ein Alibi für den Mord an Dieter Gerke? Er war in der Bikerbar. Ja, genau. Laut deinen Aufzeichnungen hat er das wohl gesagt. Das lässt sich im Moment aber nur schwer nachprüfen. Hagen Rüdiger ist ja leider tot und kann damit Staniks Aussage nicht mehr bezeugen. Wie sieht es mit seinem Alibi für den Mord an Hagen aus? Er hat alles gestanden, er hat kein Alibi. Naja, alle Verbrecher beschwören ihre Unschuld, wenn es um Kopf und Kragen geht. Allerdings deuten die gefundenen Hinweise auch darauf hin, dass er unschuldig ist. Lass uns weitermachen. Mich würde etwas anderes interessieren. Was kann uns Stanek über Philipp Anders erzählen? Er hat Geld zu spielen. Er spielt süchtig. Korrekt. So langsam kommt Licht ins Dunkel. Sehen wir uns den Koffer genauer an, den du am Tatort sicherstellen konntest. Gibt es etwas Interessantes über den Koffer zu berichten? Jupp, es befand sich Kokain drin. Richtig. Wir können also davon ausgehen, dass es sich um den aus der Asservatenkammer entwendeten Koffer handelt. Nehmen wir uns Staneks Duffer vor. Mich würde da so einiges brennend interessieren. Was hat Stanek über den Koffer ausgesagt? Ach du Scheiße. Er sagt, es sei Philipps Koffer, es sei sein Koffer. Ach du Gott. Ja, leider. Ja. Aber ich denke, er hängt da irgendwie mit drin. Wir kommen schon noch dahinter, da bin ich mir sicher. Stanek ist ein dicker Fisch. Er denkt, wir wissen nichts über seine illegalen Geschäfte mit Hagen. Was hat Stanek auf den Vorwurf des Drogenhandels erwidert? Er hat alles gestanden, hat alles abgestritten, er hat Philipp beschuldigt oder Hagen.
Nee, alles abgestritten. Klar, dass er alles abstreitet. Wir werden ihn früher oder später schon noch dran bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Weiter mit Stanek. Du hast ihn doch über die Fotos befragt. Welche Informationen konnte dir Stanek zu den Fotos mit Hagen geben? Er sagt, dass es sich bei anderen Personen im Thomas Keller natürlich nicht. Spielst du den Polizisten? Genau, spielst du den Polizisten. Er scheint die Wahrheit zu sagen. Der Verdacht, dass Philipp etwas mit der Sache zu tun hat, erhärtet sich zunehmend. Weiter im Text. Machen wir mit einem anderen Beweis weiter. Der Drohbrief von Hagen. Ah. Was konnte dir Stanek darüber erzählen? Er sagt, wir sollen mit Philipp darüber sprechen, Hagen darüber. Mit Philipp. Genau. Wir sollten wirklich dringend mit Philipp sprechen. Nehmen wir uns nochmal den Tatort vor. Hagens Garage. Ein seltsamer Ort. Als ob dort etwas im Verborgenen liegen würde. Ist dir vielleicht noch etwas in der Garage aufgefallen? Jupp, dann schon. Der Schwarzlicht brachte jede Menge alte Blutspuren zum Vorschein. Unglaublich, aber wahr. Ich denke, Hagens Garage ist Dreh- und Angelpunkt einer Reihe schrecklicher Verbrechen. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Philipp Anders sowohl der Mörder von Dieter Gerke als auch der von Hagen Rüdiger ist. Keine guten Nachrichten. Außerdem hat mich Alex kurz vor unserem Gespräch übers Handy angerufen, aber die Verbindung war sehr schlecht und ist abgebrochen. Sie hat irgendwas von einer Bombe erzählt. Was? Eine Bombe? Wo? Das ist es ja. Ich konnte bis gerade eben nichts damit anfangen, aber jetzt, da wir wissen, dass Philipp Anders der Mörder ist, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich denke, Alex wollte mich warnen. Philipp ist komplett durchgedreht und hat irgendwo eine Bombe versteckt. Was? Hier? Sind wir in Gefahr? Wir müssen erstmal davon ausgehen. Jetzt hängt alles ganz von dir ab. Na toll. Du solltest das Hauptquartier bis auf den letzten Meter durchsuchen. Wenn es wirklich eine Bombe gibt, musst du sie finden. Ja, alles klar. Wo soll ich anfangen? Verlass dich einfach auf deinen Spürsinn. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Viel Glück. Ja, danke. Du suchst erneut das Büro von Philipp Anders und ermittelt den Mörder von Dieter Gerke und Hagen Rüdiger. Den Mörder wissen wir eh schon. Ah, Hilfe! Den Mörder wissen wir eh schon, aber Bombe, ficken, Kacke. So, Büro, komm, gib Kit, hier ist eine Bombe irgendwo, ich hab Angst. Verdammte Axt. Oh, die war vorher aber noch nicht da, erzählt doch nichts. Ein hochexplosiver Sprengsatz mit Timer, er wurde bereits aktiviert und muss umgehend entschärft werden. Ja, dann komm, auf Beweise, zap, tratata. Die Bombe ist mit einer Nummer ausgestattet, es dient zur Eingabe eines 7-stelligen Codes. Und ich weiß auch schon genau, wo wir den herbekommen. Bam! Ja, Mann, bin ich gut, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passt, okay. 1337, 101. 1337, 101. 1337, 101.